schon. Ja, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen im Namen des Fördervereins und freue mich, dass Sie an meiner Führung teilnehmen. Dankeschön. So, wenn wir zum historischen Teil mal übergehen, so ganz zu Anfang, sah es hier mal so aus. Ja. Das war der Kohlstadthammer. Das ist ein Bild von 1925. Ja. Anschließend kam die Übernahme im 18. und 19. Jahrhundert von Arnold Daniel Kohlstadt. Okay. Johann, Peter und Daniel Göbel wurde das dann übernommen. Okay. So, Ade? Ja. Und 1890 ist dieses Gebäude gebaut worden. Und ist 1984 unter Denkmalschutz gestellt worden. Okay. Hier war zuletzt die Firma Kruse drin, und zwar die Putzerei von der Gießerei. Und zusammen der Versand. Von hier aus ging alles nach zu unserem Kunden. Hier haben wir noch ein Bild von dem Bürogebäude der Firma Kruse, was auf der anderen Seite der Straße steht. Ja, habe ich schon. So hat es hier mal ausgesehen. Ja. Wie die Halle hier war. Ja. Denn vor allen Dingen der Klingelturm war natürlich da, dass der Meister hören konnte, jetzt kommt wieder jemand. Aha. Hier hat es zum Abschluss hat es hier so ausgesehen. Das war hier die Putzerei der Firma Kruse. Wir sehen hier so die einzelnen Sachen. Die gestrahlt werden und geschliffen werden. Und hier war zu gleicher Zeit der Versand. Und von hier aus wurde dann praktisch an unsere Kunden die gesamten Sachen ausgeliefert. Wir waren hier eine reine Kundengießerei, hatten ungefähr 130 Mitarbeiter. Mhm. Ja. Das Grundprodukt überhaupt, wir haben ja hier eine Gießerei, drüben war die Formerei und Kernmacherei. Hier dann der Abschluss. Vor allem, wenn wir in einer Gießerei sind, zu Anfang steht natürlich der Quarz an, der als Grundprodukt überhaupt unserer gesamten Fertigung ist. Und wo kommt der Quarz an her? Wir haben in Deutschland insgesamt haben wir drei Gruben, wo wir hier zum Beispiel mit zwei Gruben gearbeitet haben. Einmal mit Frechen. Da wurde Köln-Frechen, wenn ich das richtig verstehe. Köln-Frechen? Köln-Frechen, ja. Okay. Da wurde die ganze Geschichte im Tagebau abgebaut. Wir gingen dann über Transportbänder, gingen dann in die Halle. Die ganzen Geschichten wurde klassifiziert. Es lief insgesamt über 9 Ziele von grob nach fein, sodass wir später in der Gießerei bestimmte Möglichkeiten an Qualitätsmerkmale zu geben. Wenn man einen feinen Sand hat, wird die Oberfläche besser und ist aber eine Gasdurchlässigkeit geringer, was beim Formen sehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite, wenn Sie einen groben Sand haben, ist die Oberfläche natürlich grober. Was die einzelnen Firmen gebraucht haben, das hat der Kunde dann bestimmt. Die andere Geschichte ist auch dann, dass die ganze Geschichte praktisch vom Grunde des Sees dann hochgeholt wird. Ein Grundgedanke überhaupt der Formerei haben, man hat ja eine Idee. Ja. Ja? Und die Idee muss ja in irgendeiner Form verwirklicht werden. Also muss man eine Zeichnung machen oder zumindest eine Skizze. Wenn wir jetzt vom einfachen Teil anfangen, hier das ist eine Muffe, 1/2 Zoll, die könnte man ja normalerweise auch als Drehteil machen. Aber in Anführungszeichen der Installateur, der hätte ja gerne solche Sachen da drauf, wo er eine Zange mit ansetzen kann. Ja? Also, machen wir, das ist normalerweise ein fertiger Abguss, Gewinde, alles drin. Wenn der jetzt in der Gießerei hergestellt würde, würde man da ein Modell draus machen. Wir wollen ja einen Hohlkörper haben. So würde das Modell aussehen, wobei die ganze Geschichte dann halbiert geformt, einmal so und einmal so geformt wird. Also halbiert. Ja? Und das Problem ist natürlich, wie bekomme ich
wie bekomme ich denn das Loch da rein? Dann wird ein Kernkasten erstellt, der dann von Sand gestampft wird. Und in der Form wird nachher dieser Sandkern eingelegt und dann umgossen, sodass man dann den Sand nachher hier aus dem Innental rausnehmen kann. So würde dann normalerweise ein fertiger Abguss entstehen. Hier haben wir so einige Sachen aus unserer Hexenküche. Einmal der normale Quarzsand, so wie er von wie er angeliefert wird von den Quarzwerken. Zusätzlich dieser schwarze, dieses Kohlenstaub, damit wird dem Formsand zugemischt in Verbindung mit Bentonit und Wasser, um nachher eine Viskosität, bestimmte Viskosität zu haben, um hohe Teile formen zu können, hohe Sand. Okay. Haben hier Modell. Ja. Das ist zweiteilig. Das würde normalerweise vom Schreiner hergestellt. Ja. Ja. So, jetzt haben wir den Rahmen. Legen den auf die Platte. Legen den Rahmen da oben. Dann haben wir das da. Dann haben wir hier Dübel drin. Legen das hier drauf. Dann haben wir die genaue Führung. Legen den Rahmen drauf, machen das voll, drehen das um und haben dann komplett die Sache hier drin. Dann würde normalerweise hier ein Steiger angesetzt, wo das Material reingeschüttet wird. Ja? Ich weiß mal nicht, wer den ab. So haben wir dann nachher einen fertigen Abschluss. Aha. Wobei wir hier auch wieder diesen Kernkasten gebrauchen, diesen Sandkern, der da gefertigt wird, der dann hier drin ist, damit wir das loskriegen. Ja? Ja. Da wo die Teile weiterverarbeitet werden. Ja, das, wenn jetzt, sagen wir mal, das in Serie gehen würde. Ja. Ja, da kam von oben der Sand runter, dieses Haupt wurde rübergefahren, presste hier drauf, wurde vibriert, da wurde der Sand verdichtet. Dann haben wir hier raus. Ja. Ja. Das sind dann auch praktisch Musterfahrten. Diese Sachen, die wurden dann übereinander gesetzt, um dann in Reihe gießen zu können. Ja. Mit Mischverfahren, ja. Wo der Quarzsand mit Kunstharz oder mit Wasserglas vermischt wurde für die Kernherstellung. Die Kernherstellung ist alles, Kern ist das, was hohl ist. Das muss ja eher mal als Sandkern gefertigt werden. Das ist eine Maschine, die praktisch eine Sandglasformmaschine. Wir haben immer gesagt, das ist eine Blasmaschine. Da wurde von oben der Sand hier reingeblasen. Von der ganzen Geschichte sind insgesamt von der Maschine sind 5 gebaut worden, hier von Ischebeck entwickelt und von ESM gebaut. ESM. Und da sind praktisch 5 Maschinen gemacht und da hat keine von gelaufen. Keine rumgelaufen, weil das nicht möglich war. Wir hatten praktisch zu dem Zeitpunkt diesen flexiblen Sand, ja. Den wir da haben. Ja. Wenn da die Luft drauf kam, ja. Dann drückte sich die Luft über den Weg da durch, aber drückte den Kern nicht da rein. Aha. Die weitere Folge war praktisch hier die Kernschießmaschine. Da wurde der Sand oben eingefüllt, hier oben. Ja, also hier eine neue Technik. Wir sprechen jetzt von neu. Eine neue, die weiterführende Technik. Ja. Die dann aber auch funktioniert hat. Die funktioniert. Ja. Okay. Ja. Die ganze Geschichte, hier wurde der Sand eingefüllt und hier drin
war das ein Zylinder. Ja. Und dieser Zylinder, der war hier gerebelt, insgesamt offen, ein Schlitzzylinder. Ja. Und so war der Sand hier innen drin und da wurde die Luft, die kam von allen Seiten. Und dadurch war die Maschine dann in der Lage, die Kerne zu schließen. Ja? Okay. Und die gab es dann in mehreren Ausführungen, wobei die nach Literzahl geordnet waren. Von 1,5, 3 bis 5 Liter oder auch bis zu 40, 60, 80 Liter. Okay. So, hier sah die Geschichte so aus, dass eine Sache war, weiterführend Hauptsache für die Automobilindustrie. Aber wir bei Firma Kruse haben die gleiche Maschine gehabt. Das war eine Hotbox-Maschine, also eine im heißen Verfahren. Dieser Sand, der aussieht wie Quarzsand, der war schon hart umhüllt. Und sobald er mit Hitze in Verbindung kam, wurde er wie im Waffeleisen ausgehärtet. Die Geschichte sah dann so aus, da waren Heizbacken drauf. Die ganze Geschichte fuhr zusammen, ging nach oben, wurde geschossen, wurde dann über eine bestimmte Zeit da drin gelassen, fuhr auseinander. Dann hatte man hier die fertigen Kerne. Ja. Und die konnte man sofort in den Formen einstellen. Ja. Sachen waren hier drauf. Ja. Die Dame nimmt das ab mit hitzebeständigen Handschuhen. Ja. Das wurde dann in fertigen Kästen eingesetzt. Aha. Ja. Und das war für Zylinderguss. Das waren die Zylinderlaufbüchsen. Ja. Für Motoren. Okay. Wir haben oben haben wir die Fertigteile stehen. Ja. Angefangen von 0,35 Grafenmäher Motoren bis zu großen Sachen dann auch. So. Was machen wir jetzt eben? Auffüllen. Auffüllen, okay? Dauert das jetzt da? Und da haben wir die Kollegen fertig sind. Ach so. Bitte? Nee, aber Rückstände von Aluminium. Thank you.
da machen die auch schon Würfel. Ja, immer. So, meine Heizkübel. Das kommt nicht an, hat das gesehen. Da bin ich dran gedacht. Ja, das ist geil. Leider der Zähler genug. Ja, heute. Weil man den sonst nicht gebrauchen kann. Aha. Thank you.
Ja, ich bin fertig, Moment. Nee, nicht in den...